Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Die große Schlacht von Tanger, wo der Papst an unserer Seite gekämpft hat, der Papst persönlich. Und Alfonso war nicht persönlich. Da fällt mir gerade mal so auf. Was mag das wohl bedeuten? Auf jeden Fall, diese Schlacht liegt hinter uns. Glorios gewonnen für unsere Allianz. Und jetzt müssen wir einfach nur noch die Geduld aufbringen, hier den Sieg nach Hause zu fahren. Aber hier, diese marokkanische Armee, die stört mich ein bisschen. Jetzt ziehen wir unsere Armee darüber. Ich hoffe, dass hier die Lücke dann nicht gleich ausgenutzt wird vom Gegner. Oder wir sichern das dadurch ab, indem wir mal diese Armee halbieren und die eine Hälfte hier rüber schicken. Ich will hier nicht die Front durchlöchern. So, dann möchte ich neue Schiffe bauen. Das habe ich ein bisschen außer Acht gelassen. Ich denke, ach ja, das wollte ich euch ja noch zeigen, wie es jetzt hier mit unseren über 100 leichten Schiffen aussieht. Da haben wir über 81% in Sevilla. Das ist verdammt viel. Verdammt viel ist das. Dadurch, ja, brauchen wir jetzt eigentlich hier nicht mehr so viel tun. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir jetzt unsere Galeerenflotte wieder als schnelle Eingreifsflotte in Gang bringen. Und ich habe eine Vorlage angelegt. Aber offenbar nicht richtig, wie ich gerade sehe. Ach Mensch, muss ich das kurz nochmal erstellen. 11 Galeeren. Und bitte hier, nee, das sind Transportschiffe. Hier 11 und hier 11. So. Warum dauert das 1000? Das verstehe ich nicht ganz. Warum dauert das 1146 Tage? Galeeren 22, das ist total buggy. Schaut euch das mal an. So, okay, jetzt funktioniert es. 193 Tage, okay. Sehr schön. So, ja, wo bauen wir die? In Valencia, denke ich. Und wir werden richtig viel bauen. Ich denke gleich mal 77. Also 7 mal 11. Da haben die jetzt ordentlich zu tun die nächsten Jahre. Und hier oben wollen wir aber nicht vergessen, dass wir auch noch 5 Großschiffe oder weitere Großschiffe bauen wollen. Machen wir auch nochmal 10 und dann haben wir hier etwa 70 Großschiffe. Aber man könnte fast noch ein bisschen mehr gebrauchen, wenn wir uns an Großbritannien erinnern. Und diese traurige Seeschlacht, die wir hier, zwei traurige, die wir erlebt haben, da müssen wir mit ein bisschen mehr Masse kommen. So scheint mir. So, nochmal Eingeborenenassimilierung. Dort sind die Marokkaner, die ich jetzt hier hinziehe. Okay. Hier ist eigentlich keine Gefahr. Das kann so weiterlaufen. Ich denke, 50 Kriegsstand sollten wir haben. So. Wo schicken wir die hin? Ich denke, hier zur Unterstützung. Oh ja, jetzt ist die große Flotte von Marokko ausgelaufen. Sehr schön, das gibt jetzt nochmal eine große Seeschlacht. Endlich kann unser Admiral Fernando de Bazan auch nochmal in den Kampf hier eintreten und souverän den Feind vernichten. Auch das bringt Kriegsstand, das wollen wir auch nicht vergessen. 40% immerhin und wir 21. Dezember. 7. Januar. Sie werden das wahrscheinlich wieder abbrechen. Ja. Versuchen wir es trotzdem, sie dort zu erwischen. So. Die Freunde aus Mali, die haben offenbar manchmal Anflüge, dass sie doch uns angreifen wollen. Aber das macht uns nicht mehr nervös. Oh, und die Silberflotte, die wird auch immer prall gefüllt. Der mit 300 ist sie jetzt da. Mensch, und die weichen uns hier aus. Es ist unfassbar. Mist. Da haben wir jetzt echt gepennt. Aber gut, wir stehen trotzdem. Sie können uns hier nicht wirklich in den Rücken fallen. Was ist denn da in Barinas? Bin ich dort nicht? Ach, da bin ich gar nicht mehr vertreten. Ich dachte... Ach, verdammt. Ich habe ja unsere Soldaten da abgezogen. Ohne dass wir da fertig waren.
Das ist natürlich doof, aber da muss das trotzdem irgendwie ohne gehen. Oder wie ist hier die Aggressivität? Hoch? 1000 Leute? Geringer? 1500? Ne, dann lassen wir sie da. Da habe ich nicht ganz aufgepasst. So. Ja, ein bisschen ärgerlich ist das jetzt, dass sie da durchgeflutscht sind. Unsere Staatsehe mit Mailand ist vorbei. Mailand, das wollen wir aber doch mal bewahren. Dieses Bündnis ist, denke ich, langfristig. Deswegen machen wir da weiter. So, und wo ziehen sie jetzt? Ich bin mal gespannt. Wo greifen die denn jetzt an mit ihren 16.000 Mann? Wo wollen sie es wagen? In Fes? Okay. Alles klar. Utapa ist verwestlicht. Tja. Da wissen wir, was wir zu tun haben. Sollen sie da noch ruhig ein bisschen angreifen? Immerhin ist die Garnison wieder auf volle Stärke gegangen. Wir kommen gleich und entsetzen die Garnison. Oh Gott, was sind hier für alles neue Herrscher? Ein neuer Herzog Gian Galeazzo in Mailand. König Friedrich I. in Schweden. Frederik. Henri I. in der Bretagne. Was ist hier los? Schweden nicht mehr Österreich als Rivalen, sondern Mailand als Rivalen. Einige Umordnungen. Aber wir können ganz froh sein, dass es jetzt zu dieser Schlacht kommt. Denn auch das bringt uns neuerliche Kriegspunkte. Und die Freunde aus Neapel kommen uns da sogar noch direkt zuvor, aber das läuft unproblematisch. Gut. So, 42%. Wie viel haben wir denn jetzt hier? Da wird es noch 8,2 geben. Also auf 50 kommen wir auf jeden Fall. Und wir haben einen kolonialen Grenzkonflikt. Seufz, wo soll man anfangen? Anscheinend haben sich Siedler von des Vizekönigreichs Florida auf der Suche nach urbarem Land und Rohstoffen nach Niagara gewagt. Aha, das ist also ein Konflikt zwischen Spanisch-Kanada und Florida. Okay, hier oben. So. Entweder sollen sie es unter sich ausmachen oder Louisiana erhält Freiheitsbestreben und die verlieren. Ich möchte jetzt keine diplomatische... Nee, ich will auch auf keinen Fall Prestige ausgeben. Dann müssen wir uns hier für eine Seite entscheiden. Und ich würde mal sagen, wir entscheiden uns für Louisiana. Diesen Vizekönig werden wir jetzt entfernen. Okay. So, jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, wieder die ein bisschen höher zu stellen. Und ein Handelshaus ist mal wieder verärgert aufgrund mangelnder Unterstützung. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ach so, sie wollten... Ah ja, 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 sie wollten hier neue Provinzen haben. Ja, okay. Dann eben Handelseinfluss für eine gewisse Zeit. 10 Jahre ignorieren wir ihre Bedenken. Und sie sind sauer. Und der nächste Ärger im Handelshaus droht. Das indonesische Handelshaus ist in ernsten finanziellen Schwierigkeiten. Mangel an Expansion... plus wachsende Konkurrenz als Gründe an. Auf lange Sicht müssen wir ihnen bei der Expansion helfen und sicherstellen, dass sie die stärkste Firma in der Region sind. Im Moment brauchen sie aber eine Kapitalspritze. So, entweder das ist in unserem Interesse, Handelseffizienz, oder ja, okay, das ist in unserem Interesse. Kein Problem. Oh! Ich fasse es nicht. Jetzt haben sie sich hier unten hingezogen, um diese 13.000 zu besiegen. Unfassbar. Unfassbar. Enrique Colón muss jetzt einen schwierigen Kampf dort fechten. Er schlägt sich gar nicht so schlecht, wie wir übrigens sehen. Aber enorm. Da sind sie die gesamte Wüste hier durchmarschiert, durch den Dschungel von Mali vermutlich, um hier uns in den Rücken zu fallen. Was bringt es ihnen? Sehr, sehr, sehr wenig.
Ein Friedensangebot von Marokko ist da. Okay, das ist schon mal immer ein gutes Zeichen. Aber darauf lassen wir uns jetzt erstmal nicht ein. Sondern wir gucken mal hier. Wir werden das verlieren, aber gar nicht so schlecht. Oh, und das ist auch interessant. Österreich hat Holland den Krieg erklärt. Wieder, ja, Österreich konsolidiert sich doch um einiges. Holland hat keine Verbündeten. Das ist ja traurig. Kleve nur. Okay, das scheint eine einfache Sache zu sein. Während hier Böhmen immer weiter an Land verliert. Ihr seht es. Ich hatte noch euch gezeigt, wie toll sie da kämpfen gegen die Große Allianz. Aber Frankreich ist, glaube ich, jetzt doch zum Zuge gekommen. So, jetzt lasst uns hier doch nochmal bei dieser heroischen Schlacht bleiben. Bei der wir uns ganz gut schlagen, aber wohl doch verlieren werden am Ende. Schade. Wirklich schade. Der Kirchenstaat hat hier was besetzt. Wir sind bei 43% allerdings immer noch. Ach Mensch, eigentlich müsste man jetzt fliehen. Eigentlich müsste man jetzt fliehen. Das machen wir auch. Sollen sie doch da diese Kolonie jetzt erstmal belagern. Das sind uns nicht die Männer wert. So, und die ist selbst erhalten. Sehr schön. Haben wir da noch einen Kolonisten stehen? Nee, der ist... Ja, genau, den hatten wir da stehen. Und was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt die Küste runter? Ich denke, ja, wir gehen die Küste runter. Senden hier einen Kolonisten. Gehen zurück. Und bringen jetzt erstmal unsere armen Truppen hier in Sicherheit auf die Insel. Die Mamluken. Weit entfernt von der Heimat. Oh, und hier kommt es nochmal zur Schlacht. Jetzt sind wir aber ein bisschen unaufmerksam. Nochmal Mamluken, die wir übersehen haben. Aber wir verteidigen rund 31.000 Mann sind gleich in der Nähe. Aber hier kommen auch noch Verbündete aus Mali. Das habe ich ja überhaupt nicht mitbekommen. Wie konnte denn das passieren? Die haben unsere Stellung umschlichen. Wahnsinn. Da müssen wir jetzt mal richtig eingreifen. Die bleiben direkt mal stehen. Die da unten. Tja, brauchen wir sie überhaupt? 31.000 am 15. August da. Wir könnten auch die hier fertig machen. Los. Marschiert. Das sieht ganz gut aus, denke ich. Es hilft uns auch noch der Kirchenstaat. Jawohl. Das wird was. Und das werden die letzten Gefechte sein. Mit ziemlicher Sicherheit wird es so sein. Die können wir wieder zurückbeordern. Oder vielleicht sogar hier noch zur Hilfe, wer weiß. Hier haben wir zumindest einen Geländemali. Ein Malus, besser gesagt. Nicht mehrere. Aber das Thema wurde neulich mal eifrig in den Kommentaren diskutiert. Mali, Malus, Malusse. Und ich habe es mir nicht gemerkt. Ich dachte eigentlich Mali, aber irgendwie war es doch ein bisschen anders. Ich muss mir das nochmal durchlesen. Kommt ja häufig vor bei Paradox-Spielen. Dieses Wort. So, gut. Casablanca 49 wird auch bald fallen und damit sollten wir doch bald bei unseren 50% sein, die wir vermutlich brauchen werden. Vielleicht gar nicht mal so viel, weil die Kriegsmüdigkeit jetzt doch deutlich höher sein sollte. Hier ist auch nochmal der Gegner. Dann können wir den da auch nochmal vernichten. Marokko. Die letzte Flotte noch besiegt. Jawohl. Und auch die Armee ist hinüber. Okay, liebe Freunde, da unten stehen 44.000. Die steuern uns nicht. Wir gehen mal hier zurück. Na, geht jetzt noch nicht. Und gucken jetzt bei 48% doch mal, wie es jetzt wirklich aussieht mit dem Frieden. Ja, die Forderung wird akzeptiert. Oh ja, relativ deutlich jetzt schon. Ich denke, wir werden uns dieses ganze Land nehmen. Das bringt uns 21 Expansionsbeziehungen Malus und 68 Überdehnung. Das geht ja noch. Und dann werden wir auf Teufel komm raus, christianisieren. Und dann, ja, dann
Algerien dort entlassen. Können wir noch irgendwas dazu organisieren? Handelseinfluss übertragen. Nee, das ist natürlich viel zu viel. Ansprüche aufgeben. Das machen sie natürlich auch nicht. Verträge aufkündigen mit dem Mamelukenreich. Leider auch nicht. Das wäre noch hübsch gewesen. Wir könnten es jetzt noch ein bisschen durchziehen, aber nee, Leute. Das muss auch nicht sein. Vasallen aufkündigen reicht auch nicht. Kernprovinzen zurückgeben, das wäre noch eine Möglichkeit. An Tunesien machen sie auch nicht. Ja, dann bleibt es dabei. Vielleicht haben sie noch ein bisschen Geld über. Nicht viel. Das genügt uns aber auch jetzt. Ja. Forderung wird gesendet. Und der Krieg ist damit gewonnen, liebe Freunde. Okay. Wohlan. Wohlan, wohlan. So, und jetzt haben unsere Missionare aber ganz eifrig was zu tun. Wichtig ist vor allem, jetzt sind jetzt erstmal die, die Kernprovinzen von Algerien. Die wir jetzt als erstes missionieren müssen. Leider haben wir nur zwei Missionare. Und dann können wir die dann auch zurückgeben. Okay, und unsere ganzen Armeen, die müssen zurück nach Hause. Ich denke, wir sammeln sie mal alle nach in Tanger. Bringen unsere Transportflotte dahin. Und dann kommt auch unsere Armada zurück. Jetzt müssen wir uns ein bisschen sortieren. Da müssen wir die ganzen leichten Schiffe einsammeln, die wir hier, glaube ich, noch verstreut haben. Da will ich mir überhaupt nochmal überlegen, was wir mit denen machen. Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit jetzt, dass wir die jetzt nach Sevilla schicken. Denn wie gesagt, dort sieht es echt sehr gut für uns auch schon aus. So, hier hinten haben wir noch welche. Die sammeln wir erstmal da und gucken uns dann genau an, wo wir die vielleicht gebrauchen könnten. Ja, Marokko ist so klein geworden, dass sie uns nicht mehr als Rivalen ansieht. Interessant. Mamelucken wollen Militärzugang, kriegen sie natürlich nicht. Wo kommen wir denn da hin? Und jetzt sammeln wir erstmal die Armeen. So, wir brauchen erstmal die Söldner. Werden wir abspalten? Sind das die Söldner? Sind es nicht. Wo sind sie denn jetzt hier? Das. Die werden wir entlassen. Bleiben noch 58, die natürlich ganz genau nicht auf unsere Transportflotte passen. Aber irgendwo war mir so, hatte ich zwei Transportschiffe. Hier! 54, 56, passt immer noch nicht. Aber wir trennen die jetzt trotzdem mal ab. Diese beiden bringen sie auch hier ran. Irgendwann muss dann ein bisschen Ordnung sein. Sevilla wieder senden. Tja, toll. 58 und 56 Transportschiffe. So kann es manchmal spielen. Dann sollen die das automatisch machen. Dann interessiert mich das nicht. Okay. Gut. Manpower ist Gott sei Dank noch ganz hoch geblieben. Das ist ganz gefällig. Sehr schön. Silberflotten sind auch da. Was wir mit dem Geld anfangen, das bestimmen wir dann das nächste Mal. Preußen hat einen Regentschaftsrat. Ist da der Krieg vorbei? Immer noch nicht. Jetzt sieht es wiederum echt schlecht für Böhmen aus. Wahnsinn. Preußen obsiegt doch. Das hätte ich nicht gedacht. Aber Frankreich hilft, ne? So. Vielversprechende Händler bekommen wir noch. Und wir bekommen einen Händler dazu. Na toll. Okay. Und, ja, Marokko ist noch Handelsembargo. Das muss nicht sein, das stimmt. Ne, hier Wirtschaftsmaßnahmen. Embargo aufheben. Und ich glaube, wir müssen dann langsam, müssen wir eigentlich einen neuen Rivalen bestimmen. Tatsächlich. Das müssen wir tun. Und jetzt ist die Frage, oh nein. Es gibt keinen europäischen Rivalen mehr. Bahmanis, Brasilien oder Mogulreich. Also Brasilien kommt nicht in Frage. Bahmanis, Mogulreich eigentlich auch nicht. Höchstens Bahmanis, ne? Aber das passt eigentlich Alfonso ganz und gar nicht
in seine Linie. Das ist ein bisschen schade. Eine neue Technologie steht zur Verfügung und ich glaube, wir investieren dann auch direkt in die Landrodung. Ja, machen wir das auch noch. Ausgedehnte Waldgebiete eignen sich zwar für die Jagd und die Holzwirtschaft, aber wenn man die Bäume abholzen würde, könnte das Land für die Landwirtschaft verwendet werden. Gut, liebe Freunde, ein wichtiger Punkt ist erreicht. Ihr seht auch sehr schön, wie hier... Ach ne, ich dachte, das wäre schon unsere Galeerenflotte. Ne, da sind erst 22 gebaut worden. Hätte mich jetzt gewundert, 51 in so kurzer Zeit. Nein, das sind leichte Schiffe, die wir jetzt auf den Weltmeeren noch zum Einsatz bringen können. Da müssen wir uns nochmal unser Handelszentren genau angucken, unser Handelsknoten, wo sie am sinnvollsten einzusetzen sind. Da sind ja jetzt einige, die über sind. Liebe Freunde, erst einmal Schluss für heute. In der nächsten Folge werden wir vermutlich das Ende dieses Krieges sehen und wir werden uns in dieser Friedenszeit dann erstmal wieder neu organisieren. Wir müssen ein bisschen schauen, was machen wir mit diesen Provinzen und gucken, was können wir bauen und so weiter. Es ist sicher einiges an Kleinkram zu tun und dann brauchen wir natürlich auch eine neue langfristige Perspektive. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinballen.